Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, heute habe ich mir überlegt, ich schaue auf die Überraschung oder ja, die Überraschung, die auf dich mit deinem Partner oder Wunschpartner zukommt. Das bedeutet, ich schaue hier, was denn überraschend von deinem Wunschpartner, von deinem Partner in deine Richtung kommt. Oder was eben so überraschend vom Universum kommt, was mit deinem Partner und mit deinem Wunschpartner zu tun hat. Ja, also da schauen wir uns einfach an, was ist denn so die nächste Überraschung, die auf dich zukommen wird. Das kann eben jetzt auch sein, dass das jetzt direkt von deinem Partner oder Wunschpartner geplant ist. Oder eben auch quasi so überraschend vom Universum kommt, was eben mit deinem Partner oder Wunschpartner zu tun hat. Und dieses Orakel ist jetzt so aufgebaut, dass ich hier ein Neunerblatt mit den Lenormand-Karten ausgelegt habe, auf die Frage eben, was überraschend, mit dem du also hier wirklich auch nicht rechnest, zukommen wird. Und zwar die Lenormand-Karten, und zwar mit dem Under the Roses Lenormand, das ist so die Hauptlegung hier. Dann habe ich zwei Karten gezogen aus dem neuen Kartendeck, das ich mir gestern gekauft habe, und zwar Botschaften deiner Geistführer in Bezug auf deinen Partner oder Wunschpartner. Und dann habe ich mir überlegt, ich ziehe wieder mal zwei Botschaften aus meinem Kartendeck, und zwar Botschaften von Herz zu Herz. Das habe ich vor 1 oder 2 Jahren mal gemacht, so für mich, für meine Zuschauer. Diese Karten gibt es nicht zum Verkauf. Einfach mal habe ich mir gedacht, das passt eben hier wieder sehr, sehr gut, dass ich das eben wieder auspacke und einfach mal zwei Botschaften hier für euch ziehe. Das ist wie immer ein allgemeingültiges Orakel. Und da das ja nicht hier mit jedem in Resonanz gehen kann, habe ich mir gedacht, ich biete diese Legung jetzt zum Aktionspreis an, weil ich diese Legung, also auf diese Frage eigentlich, was denn so überraschend auf dich zukommen wird, entweder jetzt eine Planung, dass dein Gegenüber eben eine Überraschung plant oder dass das eben, wie gesagt, vom Universum kommt, also diese Legung, so in dieser Form habe ich es noch nicht gemacht und ich möchte das eben gerne einführen, diese Legung, und deswegen als Einführungspreis per Video um 30 € statt 40 € oder per E-Mail um 15 € statt 20 € für dich individuell. Ja, denn diese allgemeine Legung kann jetzt sein, dass das jetzt hier zutrifft. Du wirst es dann irgendwann in Zukunft sehen, ob das eben jetzt zugetroffen hat oder nicht. Und wenn du sagst, nee, mir ist es einfach lieber, für mich individuell diese Legung zu haben, denn das ist dann tatsächlich deine Legung, dann kannst du sie jetzt eine Woche lang bis zum nächsten Überraschungsorakel kommenden Freitag, kannst du diese Legung zum Einführungspreis buchen. Ja? In der Infobox findest du den Link zur Videoberatung oder zur E-Mail-Legung. Ja, beide Varianten biete ich hier an. Wenn du das nicht möchtest, dann sei aber hier wirklich auch gesagt, dass ich diese Legung verallgemeinere. Das heißt, dass ich hier allgemeine Aussagen tätige. Ich kann nicht auf jedes Szenario eingehen. Du bist in einer ganz anderen Situation wie die anderen Zuschauer, vielleicht ein bisschen so ähnlich. Aber es ist einfach so, dass man eine allgemeine Legung eben nur verallgemeinern kann und eben nicht auf jede Möglichkeiten eingehen kann, weil ich ja auch nicht weiß, in welcher Situation du steckst. Wichtig ist bei der Buchung, bitte dazu schreiben den Namen deines Gegenübers und euren Beziehungsstand, also ob ihr entweder in einer Partnerschaft seid oder ob dein Gegenüber dein Wunschpartner ist. Ja, direkt bei der Buchung bitte angeben und nicht extra per E-Mail schreiben, denn das kann ich nicht berücksichtigen. Ja, das ist wichtig, dass ihr das direkt bei der Buchung angebt, so dass das wirklich dann auch gut von meiner Seite aus erledigt werden kann, ohne unnötig großen Aufwand. Ja, so, ich hoffe, jetzt habe ich alles gesagt. Ich starte jetzt gleich mit dieser Legung los. Ich wünsche natürlich gute Karten und wie immer bei einem Neunerblatt schaue ich mir als erstes die Themenkarte an. Die Themenkarte ist die Karte in der Mitte. Und hier haben wir
den Bären. Es geht hier für Stabilität, es geht hier um Stabilität, um Mut, um Stärke, auch um etwas Altes. Vielleicht kennst du deinen Partner, deinen Wunschpartner schon sehr lange. Ich decke jetzt einfach mal die Karten auf und dann deute ich sie, was denn so überraschend auf dich zukommen wird. Dann haben wir den Fuchs für Falschheit, aber auch für Schleue. Was es denn jetzt letzten Endes sein wird, sagen uns die umliegenden Karten. Wir haben hier das Karmakreuz. Beim Karmakreuz ist es immer wichtig zu schauen, was liegt denn links vom Karmakreuz. Das ist das, was weniger wird, was abnimmt sozusagen. Und was ist rechts vom Karmakreuz? Das nimmt zu. Und hier haben wir den Fuchs. Das heißt einfach Zwiespalt, vielleicht auch ein bisschen Unehrlichkeit. Ja, das wird in Zukunft hier wirklich auch abnehmen. Ist eigentlich eine sehr, sehr gute Aussage. Und was haben wir rechts? Da haben wir die Fische. Das kann jetzt hier wirklich auch das Geld repräsentieren, wenn Geld bei euch ein Thema ist, zwischen dir und deinem Partner oder zwischen dir und deinem Wunschpartner. Ansonsten stehen die Fische hier einfach dafür, dass sich etwas vertiefen wird. Ja, und das wird mehr werden. Auch die Fische stehen auch so für die Seelenpartnerschaft, die sich eben jetzt immer mehr vertiefen wird. Ihr habt gemeinsam hier offensichtlich eine schicksalhafte Lernaufgabe. Dann haben wir den Storch für die positive Veränderung. Dann haben wir das Haus für den Privatbereich, den häuslichen Bereich, das feste Fundament. Dann die Wege für eine Entscheidung. Das Herz, eine Herzensentscheidung. Und dann haben wir das Kind für einen Neuanfang. Das ist jetzt mal so der richtige Jackpot. Das heißt, auf die Frage, was kommt überraschend auf dich zu von deinem Partner, von deinem Wunschpartner oder vom Universum mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner? Es kommt überraschend der Neuanfang. Das feste Fundament, das jetzt immer mehr aufgebaut wird. Es wird sich vieles auch hier vertiefen. Es geht in Richtung Stabilität mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner. In Richtung positive Veränderung und eine wichtige Herzensentscheidung, nämlich die Herzensentscheidung hat damit zu tun, mit dir einen Neuanfang zu wagen. Unehrlichkeiten, Zwiespältigkeiten nehmen hier jetzt ab. Und hier kann man schon sagen, dass das jetzt weniger das ist, was quasi von deinem Wunschpartner aktiv wahrgenommen wird, dass er das hier wirklich in deine Richtung plant oder dass das die Überraschung von den Plänen deines Gegenübers ist, sondern dass das hier wirklich vom Schicksal ist, ja? Dass du hier wirklich eine Überraschung von deinem Schicksal oder vom Schicksal quasi bekommst, vom Universum, mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner, einen Neuanfang zu wagen, immer mehr in die Festigung zu gehen, das feste Fundament weiter aufbauen. Wir haben hier Haus und Störche, das spiegelt sich jetzt hier. Also das ist jetzt hier so die gegenüberliegende Karte. Haus und Storch kann auch für einen Umzug stehen, zusammenziehen. Das kann es für den einen oder anderen sein. Wenn du mit deinem Partner noch nicht zusammenlebst, vielleicht ziehst du mit deinem Wunschpartner zusammen, vielleicht zieht dein Wunschpartner aus, wenn er selber noch in einer Beziehung ist, vielleicht ziehst du zu deinem Wunschpartner, zu deinem Partner oder er zu dir. Ja, auf jeden Fall als Überraschung vom Universum wird sich vieles zwischen euch vertiefen. Das wird jetzt immer stärker werden. Es geht in Richtung Stabilität, eine Herzensentscheidung für einen Neuanfang mit dir und dadurch die positive Veränderung. Ja, also da kann ich bei diesem Neunerblatt nicht wirklich viel mehr sagen. Das ist so eindeutig. Ja, man kann natürlich stundenlang hier wirklich bei diesem Kartenblatt philosophieren. Aber für mich ist weniger oft mehr und für mich ist das so eindeutig, dass als Überraschung vom Universum, vom Schicksal für dich, mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner, eine Herzensentscheidung kommt für einen Neuanfang. Seid ihr zusammen? Natürlich auch wieder ein Neuanfang. Vielleicht hat es Konflikte gegeben, ein bisschen Zwiespältigkeit und dann kommt hier überraschend der Neuanfang. Mit deinem Wunschpartner hat es vielleicht Zwiespältigkeiten gegeben, vielleicht auch schon sehr lange. Und dass jetzt hier wirklich auch die Entscheidung fallen wird für die Liebe, die
zu dir auf jeden Fall da ist. Dein Gegenüber empfindet hier ganz, ganz viel für dich. Sehr, sehr stark, ja, die starke Liebe. Der Bär steht ja für die Stärke, ja, die Größe, die große Liebe, die starke Liebe, wo es jetzt immer mehr in die positive Veränderung geht und ein Neuanfang kommen wird, ja, mit deinem Wunschpartner. Es wäre natürlich schön, wenn das hier wirklich auf alle, die eine verzwickte Situation haben, zutrifft. Das ist aber nicht möglich. Ja, deswegen noch mein Appell. Buche einfach hier eine private Legung. Die Legung ist genau so aufgebaut. Ja, und dann schaue ich individuell, was kommt denn für dich oder auf dich zu überraschend. Denn das kann jetzt hier wirklich passieren, aber es kann auch sein, dass du in ein paar Wochen, in ein paar Monaten sagst, okay, diese Legung hatte leider nichts mit mir zu tun, denn es ist vielleicht auch ganz anders gekommen. Ja, es liegt hier wirklich an eurer Verantwortung zu schauen, was ist denn hier wirklich realistisch und was ist Wunschdenken. Ja, das kommt natürlich auch dann noch hinzu, dass das einfach hier dein Wunsch ist. Aber alle, die hier wirklich mit dieser Legung angesprochen werden sollen, und man wird das ja in Zukunft sehen, ob das kommt, die können wirklich mit einem kompletten Neuanfang mit der Stabilität rechnen. Vor allem die, die einen Wunschpartner haben, geht es in Richtung Beziehung. Ja, Neuanfang in der Liebe, Entscheidung für diese Liebe, dann ist ja eine Beziehung eigentlich realistisch. Oder die Aussage, es geht in eine Beziehung, ist realistisch. Ja? Und weil wir hier die positive Veränderung, vielleicht das Zusammenziehen haben, ja, die Stärke, dass sich immer mehr auch vertieft. Also da geht es hier wirklich in Richtung Partnerschaft und alle, die in einer Partnerschaft sind, wird es noch fester werden. Ja, das ist so die Überraschung vom Universum sozusagen. Und das Universum, das Schicksal, wird eben diese Dinge in Gang bringen, damit das kommen wird. Ja, also das Schicksal hat unendlich viele Möglichkeiten, die wir uns mit dem Kopf gar nicht vorstellen können. Ja, oft sitzen wir da und denken wir uns, wie soll denn das passieren? Wir haben so eine verzwickte Lage, das kann nicht funktionieren. Das Universum weiß, wie es hier wirklich Dinge in Gang bringt, damit das so kommt. Und das müssen wir Menschen mit unserem Verstand nicht verstehen. Ja, wir sollen einfach vertrauen, dass es kommt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was denn die Geistführer zu sagen haben. Und zwar, hier haben wir: Sei dir im Klaren über deinen Körper. Vielleicht hast du momentan ein Problem mit deinem Körper, vielleicht findest du dich zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, keine Ahnung was, ja? Aber dein Körper ist dein höchstes Gut. Ja? Dein Körper ist das Zuhause deiner Seele. Denn deine Seele möchte ja in dieser Inkarnation etwas lernen. Und deine Seele kann in dieser Inkarnation nur etwas lernen, wenn es einen Körper hat. Und deswegen ist es hier wirklich auch wichtig, dass du dir bewusst wirst, wie wertvoll dein Körper ist. Ja? Und dein Körper ist eben dein Zuhause oder das Zuhause deiner Seele, um in dieser Inkarnation etwas zu lernen. Das hat vielleicht sicher hier irgendetwas mit dir zu tun. Vielleicht weißt du auch, was diese Botschaft dir individuell sagen möchte? Und die zweite Karte: Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Karte, denn in der heutigen Gesellschaft, wo immer mehr das bedeutet, den anderen auszustechen, man ist größer, man ist besser, man ist toller als alle anderen, man macht alle anderen klein, man sagt, alle anderen sind ja nur so klein, während man selber sehr groß ist. Das hat alles mit Ego zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie Mitgefühl für die Mitmenschen hat. Das ist reines Ego-Spiel, ja. Wenn man sich präsentiert, wie toll, wie schön und wie einzigartig man ist und alle anderen sind schlecht und alle anderen machen einen nach, das hat nichts mit Menschenliebe zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass man in irgendeiner Art und Weise spirituell ist, sondern das ist einfach nur das Ego. Das sind Ego-Spiele, die Menschen miteinander haben, um besser, um toller zu sein als jeder andere. Und dann frage ich mich, wenn man solche Sachen hört, was hat das wirklich hier mit Spiritualität zu tun? Denn oft ist es wirklich so, dass genau in der Spiritualität solche Menschen sind, die hier wirklich auch versuchen, andere auszustechen, ja? Andere klein zu machen, schlecht zu machen, das ist leider in unserer Gesellschaft so. Und
Diese Karte möchte uns wieder daran erinnern, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Jeder Mensch ist gleich. Wir kommen alle vom Ursprung und wir gehen alle dort wieder hin. Ja, da gibt's keine Ausnahmen. Und das sollte man sich hier wirklich wieder mal bewusst machen, dass wir alle gleich wert, also gleich wertvoll sind. Niemand ist besser oder schlechter. Alle Menschen sind gleich wertvoll. Zwar vielleicht nicht für uns Menschen, ja, dass die einen mehr Priorität haben als die anderen, aber von einem, nämlich vom Universum oder von Gott, von den Engeln, egal wie man es jetzt hier nennt, sind alle Menschen gleich. Und das ist eigentlich das, was zählt. Schauen wir uns jetzt noch an, was die Herzensbotschaften uns zu sagen haben. Und zwar, es ist nicht sinnvoll, an jemanden festzuhalten, wenn er nicht möchte. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Botschaft. Das heißt aber nicht, dass hier dein Gegenüber nicht möchte. Ja, weil wir sehen ja hier, dass hier auf jeden Fall ein Neuanfang kommt. Aber es geht hier einfach darum, Dinge, die man selber nicht mehr möchte, nicht mehr zu erdulden oder zu ertragen. Ja, vor allem, wenn du die Affäre eines gebundenen Mannes bist. Ist es wirklich das, was du möchtest? Nein, wahrscheinlich nicht. Du möchtest wahrscheinlich mit deinem Gegenüber in eine Partnerschaft. Und dann heißt es einfach, nicht an dieser Affäre festzuhalten, weil es eigentlich nicht das ist, was du willst. Ja, und dann heißt es einfach, raus aus dem, was du nicht mehr möchtest. Wenn du mehr mit deinem Partner sprechen möchtest und du einfach dich selber zurückziehst, weil du merkst, okay, er will nicht mit dir sprechen, du schluckst halt einfach gewisse Dinge, aber dir liegt vieles auf dem Herzen, dann heißt das einfach, dass du gewisse Dinge einfach auch nicht mehr erdulden musst, um des lieben Friedens willen, ja, dann sollte man hier wirklich aus dieser Situation rausgehen und versuchen, hier wirklich das Beste zu machen. Und die zweite Botschaft, in der Liebe ist ein Kompromiss, wenn beide mit dem Ergebnis zufrieden sind. Ist einer nicht zufrieden, ist es auch kein Kompromiss. Kompromisse sind natürlich in unserer Inkarnation, also in unserem irdischen Dasein sehr wichtig. Ja, wo Menschen sind, müssen auch Kompromisse geschlossen werden. Aber Kompromisse sollten so geschlossen werden, dass jeder mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und es gibt immer eine Lösung. Wenn man selber ein bisschen versucht, Kompromisse einzugehen und sagt, okay, das kann ich hier wirklich auch verantworten, aber nicht das, was ich überhaupt nicht verantworten kann, ja, was überhaupt nicht so meinen Wertvorstellungen ist, dann ist es einfach hier auch kein Kompromiss. Ja, wenn einer der beiden nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis. Und dann muss man halt nach Lösungen suchen. Und das ist einfach zwischenmenschlich einfach notwendig. Ja, wir sind hier Menschen, wir sind keine Geistwesen, wir sind keine Engel, wir sind einfach Menschen, die einfach, um ein reibungsloses Miteinander haben zu können, einfach auch mal Kompromisse schließen müssen. Das heißt aber nicht Kompromisse, dass man immer nur gibt und tut, was man eigentlich selber nicht will, sondern hier wirklich auch gemeinsam mit dem Gegenüber versuchen, für diese verzwickte Lage vielleicht eine Lösung zu suchen. Und man sieht ja hier, dass ein Neuanfang kommen wird. Das heißt, man wird einen Kompromiss finden, der für beide optimal ist. Ja, das sagt mir jetzt nochmal diese Karte. Ich hoffe natürlich, dass hier einige oder alle eigentlich, das wünsche ich mir, aber das ist natürlich nicht möglich, damit hier wirklich in Resonanz gehen. Ich freue mich natürlich für alle, auf die das zutreffen wird. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich auf die nächsten Orakel mit euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sagt Tschüss.